Hallo und herzlich willkommen zu Packersaurus. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Zum Glück habe ich gerade nochmal nachgesehen, weil sonst wäre es richtig peinlich geworden, wenn ich dir erzählt hätte, dass ich gedacht habe, da oben die Anzahl der Raumschiffteile haben wir aktuell noch zur Verfügung. Dem ist aber nicht so. Nein, 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 nein. Denn die Anzahl der Raumschiffteile steht nämlich hier. Wir haben nämlich nur noch zwei, weil ich war nämlich erst am Überlegen, wieso haben wir denn noch sechs? Wir haben ja erstmal hier zwei und da zwei bekommen. Das macht ja in der Summe sechs. Und das gab für mich keinen Sinn. Und dann hatte ich nochmal mein Brain eingeschaltet und dachte nur, nein, das darfst du auf keinen Fall jemandem erzählen. Ist nie passiert. So, pass auf. Wir gucken mal ganz kurz nach, was wir freischalten können. Warte, gratis Ei, 3. Du bekommst 3 Dino-Eier. Gekauft. Okay, da brauchen wir schon mal gar nicht mehr nachgucken. Das hatten wir ja auch schon gekauft. So, was haben wir da? Bewegungsgeschwindigkeit der Gäste bei Nacht. Nein. So, du bekommst 2 zusätzliche Dino-Eier, wenn du einen Park startest. Ah, schon nicht schlecht. So, was haben wir denn da? Gewonnene Erfahrung der Mitarbeiter? Ist mir egal. Minus 20% Mitarbeitergehalt. Jo, alles klar, kaufe ich nicht, weil die kosten nämlich 4 Raketen. Ja, der kostet 4 Raketen. Oh, gewonnene Erfahrung der Mitarbeiter? Warte mal. Die Bruttogeschwindigkeit der Eier. Pass auf, wir sparen noch was und dann haben wir nämlich minus 20% Mitarbeitergehalt. Das heißt, wir müssen in der nächsten, beziehungsweise im nächsten Park, müssen wir richtig erfolgreich sein und mindestens, ist ja auch der Anspruch, mindestens 2 Raketen erobern. Dann kriegen wir nämlich endlich hier diese, wo ich schon so ewig drauf warte, nämlich diese 20% Mitarbeitergehaltkürzung. Finde ich gut. So, das nachts von Gästen ausgegeben wurde. Oh, warte mal. Plus 25% in maximaler Spende. Ja, aber man muss ja erstmal die maximale Spende erreichen, ne? Sehe ich das falsch? Von Gast gegeben wurde. Ja, oder sollen wir das nehmen? Ich glaube, wir nehmen das. Weil Geld, das nachts von Gästen ausgegeben wurde. Ich glaube, das nehmen wir. Weil da generieren wir ja auch wieder Kohle, ne? So, und dann können wir nachher noch 2 Level, oder je nachdem, wie wir jetzt abschließen, oder nach dem nächsten Level, können wir dann nämlich, wo wir auch wieder Geld kriegen, erhöht die Anzahl der gefundenen Gegenstände bei automatisierten Ausgrabungen. Oha, das ist natürlich auch interessant. Hi, wir wollen alles haben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Toronto. Die Stadt Toronto hat uns damit beauftragt, ihr weltberühmten Kanäle dinosaurierfreundlicher zu gestalten. Weil die Dinosaurier, wir wissen ja alle, die sollen nämlich in der Kanalisation wohnen. Das weiß ja jeder. Ne? Wie Goldfische spülst du die Toilette runter, so leben die Dinosaurier da auch und du spülst sie natürlich auch der Toilette runter. Die Stadt Toronto hat uns damit beauftragt, ihre weltberühmten Kanäle dinosaurfreundlicher zu gestalten. Der Wert Dino-Attraktivität bestimmt die Attraktivität aller deiner Dinos. Höhere Stufen bei deinen Dinosauriern steigern den Wert Dino-Attraktivität. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Besucher kommen in deinen Park. Was haben wir denn? Piraten? Ah, warte mal, den Piratenhut hatten wir doch letztes Mal schon, ne? Ankylosaurus-Ei? Stegosaurus-Schädel? Ja, okay, haben wir alles bekommen. Ne, wir haben hier Lootpack geöffnet, alles. Für Echtgeld natürlich. So, was haben wir denn da? Dino-Attraktivität 5. Besitze 0 von 4 Dinosaurier. Verdiene $500. Ja, wo steht denn diese Aufgabe jetzt? Verdiene $500. Wie soll ich denn $500 verdienen? Oh, mach mal weiter. Komm mal da weiter rein. Komm. Kommen Sie rein. Alter, das ist aber nicht viel Platz hier, ne? Das ist aber nicht so viel Platz wie gedacht. Was haben wir denn da? Ankylosaurus. Bio und Tiger, Größe, Mittel. Gibt's hier irgendwo? Was haben wir denn da? Stegosaurus, Regenwald, Größe, Mittel. Ich würde gern echt wissen, was die für, gibt's da so ein Dinopedia drüber? Hier, Dino-Buch. Okay. Stegosaurus, was haben wir denn da? Kann ich die anklicken? Was ist das denn? Einmal Triceratops, zweimal Triceratops? Was kann ich damit machen? Dino-Buch. Beim Poesiealbum für Dino. Parkinfo, Bewerbung, Dinopedia. Da haben wir doch. Ah, Dinopedia. So. Was wollte ich denn jetzt nachgucken? Wie hießen die Dinger denn jetzt? Oh, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Stegosaurus, Ankylosaurus. Was ist das denn jetzt hier? Ankylosaurus. So, Ankylosaurus braucht Herde, Größe.
Attraktivität, Geländearten, Damage, Scariness. Okay. Jura, Kreide. Ja, und ja, okay. Wir bauen einfach drauf los. So, was haben wir denn da? Wir haben einen Holzzaun. Ja, nehmen wir erstmal so einen Holzzaun, oder? Und bauen schön hier... Warte mal, wo ist denn der Eingang? Damit die Leute erstmal nicht so weit laufen müssen. So, was haben wir denn da? Dann würde ich sagen, bis hier. Bis da. Wieso zeigst du mir denn jetzt nicht mehr an, wie weit ich baue? Ah, okay. Jetzt wohl. So. Das wird ein schönes Gehege. Bing! Neuer Exhibitionismus. Gehegetor, ja klar, machen wir auch natürlich rein. Machen wir hier hin. So. Und da setzen wir jetzt einen Dinosaurier rein. Einen Stegosaurus. Stegosaurus oder Ankylosaurus? Warte mal, kann ich nochmal den Stegosaurus nachgucken, was der so kann? Dinopedia. Stegosaurus. Stegosaurus. Damage 20. Die machen gleich viel Damage, alle. Okay, die machen gleich viel Damage, also ist das Ladde. Ankylosaurus, Stegosaurus. Nehmen wir Ankylosaurus, so. Was frisst du denn nochmal? Gemüse, Nahrung. Okay. Okay, pass auf. Dann brauchen wir jetzt erstmal wieder Gemüse. Wir kaufen mal. So, kaufen wir erstmal. Ne, das reicht jetzt erstmal. So, dann brauchen wir ja für das Gehege brauchen wir jetzt. Einen Futtertrug. Mhm. So. Ja, gut. Warte mal. Stimmt. Wir brauchen ja jetzt erstmal wieder einen Tierpflegel, ne? Bewerbungen. Was haben wir denn da? Veterinär brauche ich. So, was haben wir denn da? Habe ich dich jetzt schon eingestellt? Nee, ne? So, angeheuert. Schön. Habe ich. Klick. Oh, guck mal. Ist er da? Okay, du brauchst, baue ein größeres Gehege. Okay. Ganz ruhig, Brauner. Aber warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh. Ich habe da... Warte mal, ich habe kurz Mist gebaut. Kann ich das hier noch kurz abreißen? Löschen. So, dann kann ich sogar. Bin gut, ne? So. Wartet doch mal bitte. Entschuldigung mit eurer Begeisterung. Ich muss... Was? Okay, dann hier rum. Dann schließen wir aber hier ab, ne? Und hier und da. So, und dann können wir jetzt sagen, das hier kaputt machen. Das da auch bitte. Dieses Stück da. Ja, löschen. Oh, da haben wir noch ein Stück. Moment. Löschen. So. Bist du jetzt wieder glücklich? Oh ja. Das Biom des Geheges ist nicht Tiger. Wutz. Okay, ey, wir brauchen erstmal eine Spendendose, ne? Bevor jetzt hier irgendwas gemacht wird, erstmal kommt da eine Spendendose hin. Ja, unter Gebäude und dann Parkausstattung. So, was haben wir denn, ne? Wo setzen wir dich denn hin am besten? Da? Du kostest doch nichts im Unterhalt, ne? So. Die kosten ja nichts im Unterhalt, soweit ich weiß. Ja, die wollte ich doch gar nicht anklicken. Ich wollte nur gucken, was ihr so spendet. Oh, $1. Wow. Also, das ist schon gewaltig. Biom Tiger. Ja, wie kriege ich denn einen Tiger jetzt hin? Ich würde gerne hier Tiger hinsetzen. Biom des Geheges ist nicht Tiger. Wie kriege ich denn Tiger hier hin? Halt den Mund. So, müssen wir hier ein paar Bäume hinsetzen? Bist du jetzt zufriedener? 35%. Bist du auch Tiger? Wutz? Okay. 35%. Ja, macht ja nicht viel, ne? Wasser?
Wasser eventuell? Warum ist denn jetzt am Rumheulen da? Ah, jetzt ist der Baum. Also die Bäume ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil die haben nie Wasser irgendwie. Irgendwie haben die nie Wasser, warum auch immer. Terrain. Wasserwerkzeug, so. So. Jetzt hast du aber ja. Immer noch nicht. Tiger. Ja, wie kriege ich denn jetzt Tiger hin? Landschaft. Felsen. Privatsphäre. Biom Tiger. Biom ist eine Kombination aus Feuchtigkeit und Geländeeigenschaften, in dem Terrainwerkzeugen anpassen kannst. Okay. Ah, wir. Oh. Jetzt verstehe ich. Geländeschaffenheit wird berechnet durch die Vielfalt des Geländes um die Geländische. Nutzt das Gerind. Okay. Also ich muss eigentlich ein bisschen nach oben gehen, ne? Aha. Ich verstehe. Anheben. Ja, siehst du? Park schließt. Ja, ja. Ebenen. So, was haben wir denn da? Absenken, Terrainwerkzeug. Was haben wir da? Im Bau Minus, ja. Okay, wir haben Minus gemacht, das ist mir aber klar. Ich würde gerne noch ein bisschen hier mit Terrain arbeiten. Aber muss ich denn... Oh, der wächst. Guck mal, der geht nach oben. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Oh, ich kann kleiner machen. Oh. Aha. Oha. Ich verstehe. Also, ne, wie Gelände funktionieren, verstehe ich jetzt mittlerweile. Oder beziehungsweise, wie die Biome funktionieren. Das finde ich aber sehr gut, dass ich das herausgefunden habe. Da bin ich ja Meister. So. Kann ich das... Nur eine Frage. Kann... Oh. Intelligenz... Was? Gibt's auch? Gibt's intelligent... Wie kann ich denn senken? Der geht nur nach oben. Aber wie kann ich denn das senken? Wie kann ich Terrain senken? Ich würde gern... Anheben, absenken. Jetzt ohne Mist, wie funktioniert das denn? Okay. Ich müsste hier irgendwie mal ganz kurz gucken, weil ich habe hier irgendwie so ein bisschen Mist gebaut. So. Oha. Ja, das war nicht so ganz so toll. Warte mal, ich muss hier nochmal kurz alles gerade machen, ebnen. So, dann machen wir hier nochmal alles kurz weg. Ups. Anheben. Oder? Terrain, intelligentes. Oha. Aha. Aha. Also mit ziehen und so geht das auch. So, machen wir hier noch ein bisschen Terraf. Oh, jetzt ist das schon wieder passiert. Ach, das ist ohne Mist. Also das Terrain-Werkzeug ist nicht so gut. So, machen wir hier mal ein bisschen kleiner. Oder weil ich das vielleicht nicht so ganz verstanden habe. Nur, das macht für mich keinen Sinn. So. Oh. Dann kommen wir hier noch ein bisschen hoch. Und gleich sind wir ein Tiger, ne? Komm, mach jetzt Tiger endlich. Ah, wir sind Tiger. Geil. Oh, sehr hügelig. Jo. Das ist Tiger. Wo ist denn jetzt der Dino? Und du bist glücklich, ja? Der Dinosaurier braucht mehr passend geeignet. Was?
Nochmal. Der Dinosaurier braucht mehr passende, geeignete, alles ein Wort, für Tiger, um die Bio-Verhältnisse bedürfen zu können. Okay. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier eventuell nochmal so ein paar Bäume hinsetze. Geht das dann hoch? Nee, geht nicht hoch. Okay, dann können wir das wieder zerstören. So, Bäume weg. Bäume weg. So, aber verstehe ich nicht mit den Bäumen. Also das kapiere ich echt nicht. Was ich wohl verstehe ist Felsen. Wir brauchen Felsen. Bist du für Tiger? Ein guter Fels für... Okay. Du bist für Wald, Regenwald... Okay, Wasserwerkzeug. Okay. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Wo ist mein Dino? Habe ich den jetzt begraben? Oh, oh. Dino! Braucht mehr passende... Ich verstehe es nicht. Weil es ist ja jetzt Thema... Info, Biom Tiger. Sehe ich richtig, ne? Biodiversität ist in idealen Kombinationen aus Bäumen, Büschen und Felsen für das jeweilige Biom. Oha. Wir müssen mehr Felsen hinzufügen. Junge, wie viel muss denn da rein? Das Problem ist, ich habe ja nur einen begrenzten Platz. Ich kann ja nicht hier unendlich reinsetzen, weißt du? So, was haben wir denn noch? Basalt. Ja, das ist wunderschön. Also das ist gar nichts. Dann pass auf, dann machen wir den mal wieder weg. Hiermit. So. Schon. Ja. Dann gucken wir mal. Ich stelle das ganze Biom jetzt voll. Ne? Mit Bäumen, mit Büschen, mit Felsen. Ist kein Problem. Achso, ein Felsen muss ich noch hinzufügen. Okay. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal im grünen Bereich. Und du sagst... Oh ja. Bist bei 63%. Aha. Sträucher und Gehege... Okay. Ist aber hässlich geworden, ne? Noch ein. Junge. So. Noch ein. Oh, kein Problem. Wir haben ja noch Platz hier. So. Bäume. Brauchst du auch noch. Kein Problem. Kleine Tanne. Ja. Oh, ja. Hier ist eine große Tanne. So. Eins. Nee, ich bleib bei... Ein bisschen groß. So, machen wir hier so ein paar Bäume hin, ne? Auch um den See. Weil die das so wollen. Das ist wirklich zu groß. Also das ist too much. Setzen wir hier noch eine hin. Problem ist, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen wegen Wasser, ne? So. Und noch eine. Nehmen wir eine kleine, komm. Und dann haben wir das perfekte Biom. Ja, geil. So, jetzt sind wir bei 100%. Oh ja. Jetzt haben wir das perfekte Gehege für den perfekten Dinosaurier. Schön. Ey, und wir haben $500 eingenommen. Läuft. Verdiene? Das passt nicht so ganz zusammen. Dino-Attraktivität? Wie war das denn nochmal? Haben die doch vorhin erklärt. Warum hast du denn nicht aufgepasst? Ach so, Forschungspunkte, ne? Ja, wir müssen ja einen Forscher... Ey, das Licht ist aber echt nicht schlecht. Das Also, Licht gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Park schließt, ja, das ist okay. Das ist unser Boot.
Können wir hier noch einen... Ich sag mal, Platz haben wir noch, ne? Wir haben Plus gemacht. Wir haben Plus gemacht. Möchte ich nur kurz anmerken. Wir haben Plus gemacht. Also mit dieser überraschenden Erkenntnis verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.